So Leute, bevor das Video losgeht, ich möchte euch mal kurz zeigen, Leute, ich habe seit 20% Rabatt auf meinen Shop, Leute. Ihr wisst ja, Leute, ich habe einen Shop, ich habe meinen eigenen Shop gemacht vor kurzem, ungefähr, ich habe den auch schon 2-3 Wochen jetzt. Und da kann man sich Tücher, Hosen, alles mögliche kaufen, was man möchte. Und darauf gibt es zurzeit 20% Rabatt. Demnächst ist sogar Versand kostenlos, also das heißt, ihr müsst den Versand nicht mit bezahlen. Dazu kommt aber demnächst noch mehr auf Instagram und so. Und ja, Leute, jetzt wünsche ich euch viel Spaß an dem Video. So, und an der Stelle, moin Leute, was geht, Olgin und ja, meine Freunde, heute kommen wir zu einer neuen Video auf meinem Kanal und heute geht es darum, Julian Nagelsmann wurde gefeuert. Ich habe vor kurzem jemanden auf Instagram angeschrieben und er hat mich gefragt, Julian, was haltest du dazu, dass Julian Nagelsmann jetzt gefeuert wurde und könntest du dazu ein YouTube-Video machen? Und dann dachte ich mir, ja, ich habe zwar sau viele YouTube-Video-Ideen, ich bin in Fan nur unterwegs heute, da kommt wirklich ein Haufen Content, darauf könnt ihr schon mal freuen. Aber ich dachte irgendwie, das mache ich jetzt noch. Ja, das ist ja noch nicht so lange her. Der neue Trainer, ich glaube, das haben jetzt schon alle, also das wissen jetzt alle schon, ist jetzt der liebe Thomas Tuchel oder wie der heißt. Ich kann den Namen gar nicht aussprechen. Ich nenne in diesem Video heute nur Thomas, aus dem Ende. Ich bin aber wirklich deutsch, das ist manchmal echt kritisch bei manchen Wörtern. Ja, auf jeden Fall, was halte ich dazu, Leute? Was ist mein Meinung dazu? Wie finde ich das? Ja, ich finde es auf jeden Fall nicht gut. Das war jetzt eigentlich recht unnötig. Jetzt müssen die Spieler sich an neuen Trainer angewöhnen und dies und das und anderen. Das ist jetzt schon eine schwierige Phase dann auch. Aber so wie es aussieht bis jetzt hin, ist es ganz okay. Ja, die Spieler haben sich sehr viel Mühe gegeben, dass der Trainer auch leicht reinkommt. Ich finde, das ist eigentlich ganz gut geworden. Bis jetzt hin macht Thomas alles richtig. Ja, die Bayern-Spieler und so haben ihn schon gelobt und alles mögliche. Also die Bayern-Spieler und so. Ja, finde ich gut. Dass es sich sehr gut tut. Ja. Aber jetzt mal noch zurück zu Julian Nagelsmann. Ja, ich fand es sehr, sehr schade, dass er rausgeschmissen wurde. Es kam richtig plötzlich, wie gesagt, auch. Ich fand es unnötig. Ich fand es einfach nur unnötig. Ja, er ist so gut gewesen bei Bayern jetzt und vertraut mir, er hätte gegen Dortmund 100% gewonnen. Bei Thomas bin ich zwar jetzt auch nicht, also bei Thomas bin ich eigentlich auch ganz sicher, dass er das gewinnen wird. Aber ja, wird schwierig. Ja, es ist wieder ein bisschen anders. Er wird bestimmt andere Taktik testen, spielen, keine Ahnung. Ja, es wird alles wieder ein bisschen anders und das fand ich halt sehr unnötig. Weil Julian Nagelsmann hat sehr viel gewonnen. Die haben Paris mit 3-0 in 2 Spielen weggeklatscht. Paris hatte gar keine Chance. Ja, dann ist im 2. Spiel Mbappé, der war unsichtbar gefühlt fast. Keine Ahnung. Und ich muss jetzt so sagen, wie es ist heute, wie gesagt, ich fand es unnötig. Ja. Und jetzt gegen Dortmund, ja, wie gesagt, wird sehr, sehr schwer. Wir haben jetzt noch wichtige Spiele vor uns, Leute. Ja, wir kämpfen noch um eine Meisterschaft. Wir sind noch im Pokal drin, müssen den nächsten gegen Freiburg. Wir sind jetzt in der Champions League noch drin, müssen den nächsten gegen Man City. Das wird richtig schwer. Das wird extrem schwer. Ich habe am meisten Angst vor Haaland. Ja, aber am Ende des Tages wird es so sein, Leute. Wir müssen jetzt damit klarkommen. Wir können jetzt nicht 100 Jahre darum noch meckern. Ey, warum haben sie wieder Nagelsmann rausgeschmissen und gefeuert? Keine Ahnung. Das ist Schwachsinn. Wir müssen uns jetzt auf die nächsten Spiele konzentrieren. Also, mehr kann ich ja dazu noch nicht sagen. Wirklich. Weil, wenn wir uns jetzt dauernd darüber aufregen, Schwachsinn. Einfach jetzt auf die nächsten Spiele sich konzentrieren. Gucken, dass wir die nächsten Spiele gewinnen. Dass wir auch eine Tabletview auf dem ersten springen. Und dann wollen wir mal gucken, Leute. Ja. Ich freue mich aber auf die Zeit mit Thomas. Ich muss sagen, wie es ist. Ich freue mich auf die Zeit mit Thomas. Ich glaube, es kann ganz cool werden. Wir holen bestimmt sehr viele Siege mit ihm. Und haben eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich hoffe, dass die Spieler auch mit ihnen weiterhin sehr viel Spaß haben. Bis jetzt sah es von sich aus ganz gut aus. Und ja, es haben zwar sich auch ein paar Spieler haben sich ja auch dazu geäußert und man hat sie gefragt im Interview oder so. Was halten die dazu, dass Julian Nagelsmann gefeuert wurde? Hat man ja, weil ich auch Goretzka gefragt, Josef Kimmich, es hat man sehr viele Bayern-Spieler gefragt. Ja, klar, die Bayern-Spieler finden das jetzt auch nicht so begeisternd und fanden das jetzt auch nicht so gut, aber so ist es. Wir müssen jetzt darauf klarkommen. Wir müssen jetzt weitermachen, Leute. So muss es jetzt einfach weitergehen. Was willst du jetzt machen? Willst du jetzt nicht dauernd noch darüber meckern? Also willst du jetzt dauernd darüber noch meckern? Das macht keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn. Ich finde es ganz gut, dass die Bayern-Spieler sich jetzt konzentrieren auf die nächsten Spiele, auf die weiteren Weg mit Thomas und dann gucken wir mal. Ja. Thomas hatte jetzt einen Vertrag ungefähr fast 4 Jahre, ich glaube 3,5 oder so, also fast 3 Jahre oder 2 Jahre unterschrieben, eins von den beiden. Und am Ende des Tages freue ich mich aber, wie gesagt, auf die Zeit mit ihnen und Das sollten jetzt alle. Ja, Thomas ist kein schlechter Trainer, Leute, das wissen wir. Er hat auch schon einmal die Champions League mit Chelsea geholt gegen Man City. Und wir sollten uns jetzt eher auf die Zeit mit ihm freuen. Ich glaube, es kann eine sehr lustige Zeit auch werden. Also, ich sage euch, wie es ist, Leute, wie geht es nicht immer vom Erfolg aus.
Aber ich glaube, wir holen sehr, sehr, sehr viele Spiele mit ihm. Wir werden vielleicht auch so die Champions League noch mit ihm gewinnen. Das ist ja sehr, sehr geil. Ja, wichtig und richtig. Vielleicht sogar das Triple wie 2020. Aber darum geht es mir nicht, Leute. Ich hoffe einfach nur, dass die Spieler sich mit ihm vertragen, dass die Mannschaft mit ihm klarkommt und dass die Chemie dann auch passend tut. Weil der Trainer gehört zu der Chemie mit, Leute. Wenn es kein guter Trainer gibt, dann und der Trainer streitet sich mit der ganzen Mannschaft, ist die Chemie scheiße. Ja. Darum hoffe ich einmal, dass es trotzdem ganz cool wird und dass die Jungs sich mit ihm vertragen und dass alles chillig bleibt und dass wir jetzt gegen Dortmund gewinnen, wieder auf den ersten gehen und das mal einfach das Triple dieses Jahr vielleicht sogar holen. Ja, mal gucken, Leute. Ich freue mich mit ihm, ich freue mich, dass er da ist und ja, wird sehr lustig, glaube ich auch. Ja. Ich hoffe, dass der Humor auch so in der Mannschaft bleibt, wie Thomas Müller, der sorgt dafür, der ist, glaube ich, kein Mensch da, der ist immer der Humor-Mensch und das liebe ich an die Bayern-Mannschaft, Leute. Viele sagen immer, Bayern hat Erfolgfans und so, das ist der große Schwachsinn, Leute. Ja, Bayern hat zwar viele Erfolgfans, das ist so, das können wir also auch nicht ändern, aber ohne Witz, Leute, Bayern ist ein super Verein, Bayern ist ein schöner Verein und nicht nur von der Folge her, Leute, sondern generell auch einfach, ich bin Bayern-Fan seit 8 Jahren, ja, und ich liebe diesen Verein, ich liebe diese Mannschaft, wie sie miteinander klarkommen, wie sie lachen, wie sie einfach Spaß haben, diesen Humor, das ist das Geile an der ganzen Mannschaft, finde ich. Ja, und so muss es und soll es auch einfach sein. So bin ich der Meinung. Ja, Leute, schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare, was haltet ihr dazu, dass Julian Nagelsmann jetzt gefeuert wurde. Ja, würde ich sagen, Leute, haut rein. Ciao, ciao.